Guten Morgen, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin so müde, wir haben 9 Uhr morgens. Wir haben 11.30 Uhr und ich mache jetzt Frühstück. So, Freunde, Chai a la Yussi. So, jetzt chillt es hier. Wir haben das angemacht. So, Freunde, hier sind jetzt Pilze. Hier mache ich Sucuk. Weiß mach mal ein bisschen dicker, hallo. Nein, Anne, ich mach extra so. Ach so. Bitte. Zu dünn, ne? Ich liebe es so. Chorinje. Anne, ich mach Frühstück, ich darf entscheiden. Wie dick willst du so? Nein, oder so. Nein. So. Ita, bitte. Soll ich weiter schneiden? Nein, aber. Wenn du schneidest, habe ich so Angst. So, Freunde, die Mantars, die Pilze werden jetzt gebraten. Jetzt kommt Öl drauf. Ah, okay. Freunde, ich probiere jetzt Pilz. Ihr wisst, ich mag keine Pilze. Ey, warum? Warum habe ich das gemacht? Wie kann man Pilze essen? Voll so weich und danach, das fühlt sich nicht gesund an irgendwie. Ich mache jetzt hier die Sujuks. Die Sujuks sind hier. Hier sind die Pilze. Pop, 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 pop. Janiorum. Anne, Jande, ich liebe es, wenn es so angebrannt ist. Ein Koch muss immer probieren, ob es schmeckt. Mmh, very good. So, hier ist mein Sujuk, hier sind die Pilze, Salat, Chai. Bismillah. Anne, Chai, warte mal. Anne, was sagst du im Sommer Chai trinken? Was sagst du dazu? Aber es gibt doch so einen Spruch, wenn du im Sommer Chai trinkst, dann wird es in den Sellen weg, gell? Irgendwie so. Harare Dinge alıyormuş. Stimmt das? Ich weiß nicht. Oi. Yo, Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog von Yusuf. Ja, ich treffe es nicht. Mbuyu. Ja, auf jeden Fall, Freunde, ich bin heute unterwegs mit Emre und Krankenwagen und Jusblöd. Yusuf, erzähl den Leuten, was wir machen. Mach, dreh ein bisschen. Ups. Ach du Scheiße. Jetzt hier. So, Freunde, ich weiß nicht, wohin wir gehen. Leute, wir kaufen Eis. Hallo, Erdogan ist Präsident. Das heißt, wir bekommen Eis umsonst heute. Ja, Junge. Jetzt bekommen wir Türken in Deutschland umsonst Eis. Genau, so eine Schatzkiste voller Eis. Ups. Hä, Digga, wieso filmt das die ganze Zeit so komisch? Jonas, man hat komplett meinen Göbek gesehen. Was auf was hast du Bock? Was für ein Eis? Ich hol mir nur Magnum. Also ich esse nur Magnum. Ich esse nichts anderes. Du isst nur Magnum und Yusuf, du? Ich auch. Magnum, beste. Aber was für ein Magnum? Es gibt verschiedene Sorten, Digga. Classic. Es gibt Classic. Das, ja. Yusuf, du? Weißmüll. Almond. Weiß, die Nummer 1? Schon wieder für mich komisch hier. Sag mal, weiße Schokolade magst du nicht? Yusuf, bitte, jetzt sag Yusuf. Yusuf, sag weiße Schokolade bei mir. Der sagt immer, der mag es nicht. Digga. Junge, tu doch nicht so jetzt. Warum machst du so? Komisch, der sagt immer, der mag es nicht. Auf einmal sagt der weiß es besser. Weiße Schokolade, Freunde, ist die Nummer 1. Okay, weißt du, was man noch holen kann? Kaktuseis. Achso. Können wir auch holen. Boah, weißt du, was geil ist? Wassereis, Digga. Nein, dieses Mars-Eis. Auch, oh, boah, das ist so geil. Achso, ja, diese, aber nein, das ist nicht Mars-Eis. Das, was für Mars ist. Doch, Mars. Er sagt Smars. Nein, Mars. Du hast Smars gesagt. Und schick mir, hä, was ist Smars? Ich sag auch noch Smars, Digga. Wir sind da. Lauf, 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 durch gegen Spann. Ihr habt ab jetzt 10 Sekunden Zeit, schnell. Was ist das? Wow. Ja, Digga, 1,89 eine Packung. Was kostet eigentlich so eine Packung Magnum? Ah, Tam, okay. Ja, okay, hat tschüss, tschüss, hat tschüss, bye bye. Hätte gesagt, ja, normal, 1,89 Euro. Sag, bei Langnese ist 1,89 Euro. Redest du? Ich schwör, Digga, ich gucke dich drauf. Hä? Kostet 1,89 Euro. Hä? Ja, die sagt, wir sollen nicht viel holen. Nicht viel? Die gesagt, wir haben keinen Platz. Eigentlich machen wir unseren Wagen immer richtig voll. Aber warum diesmal nicht? Bruder hat kein Geld. Junge, sag die Wahrheit, Alter. Sag. Anne hat gesagt, wir sollen nicht so viel kaufen. Weil wir keinen Platz haben. Genau. Und wenn wir dann Platz haben, sollen wir... Aber Anne wusste, dass wir übertreiben, gell? Yeah. Weil die hat es nicht einmal gesagt, die hat es fünfmal gesagt. Yeah. Die hat gesagt, Emre, ich mein's ernst, macht nicht voll. Ihr könnt nochmal gehen und sowas. Wir haben gar keinen Platz. Ich mein's ernst, macht nicht voll.
Einer soll Burak bitte adoptieren, Digga. Warum? Meine Ohren, die fallen irgendwann ab, Digga. Warum? Wegen deiner Stimme. Ist nicht gut? Du kannst nicht mehr so gut singen wie früher, sag ich ehrlich. Du hast eigentlich auch eine gute Stimme, aber du nutzt sie nicht richtig. Was meint ihr, Freunde? Guck mal, die können es gar nicht beurteilen, weil die kennen deine Stimme nicht eigentlich. Du hast noch nie richtig so versucht zu singen. Ganz kurz, ganz anderes Thema. Wenn ihr das Video seht, haben wir, glaube ich, Anliga frei? Ja, das ist einfach. Wenn ihr das Video seht, haben wir in Funkstadt bei uns Hessentag. Ihr seid alle herzlich willkommen. Wir haben sogar ein Riesenrad hier. Wo? Wenn ihr mit uns Riesenrad fahren wollt, dann kommt nach Funkstadt. Ja. Kommt nach Funkstadt, sagt, schreibt uns, wir sind in Funkstadt. Ja. Wir fahren zusammen Riesenrad. Ja, Digga. Fantreff in Funkstadt bei uns, Freunde. Hessentag, also Hessenwoche. Es geht vom 2.11. bis zum... was für 2.11., Digga? Vom 2.6. bis zum 10.6., glaube ich, so war das. Kommt nach Funkstadt, schreibt uns und wir treffen uns. Digga, was machst du? Wohin fährst du? Ich weiß, man kann nicht durch dort. Die ganze Straßenseite sind abgesperrt, wegen diesem Hessentag halt. Und, also wir wussten vorher gar nichts von diesem Hessentag, aber das gibt es jedes Jahr in einer anderen Stadt in Hessen. Und jetzt ist halt dieses Jahr Funkstadt dran, deswegen haben wir es halt mitbekommen, weil wir hier wohnen. Und ganz Hessen kommt dann hierher, so mäßig. Es werden 1 Million Menschen erwartet. Digga, warum lachst du? Ich mein's ernst, und wenn von diesen Millionen keiner von euch da ist, dann bin ich traurig. Jorgon Donchi Kamadon Yerlerin Chiti İstememez misin yar yar. Hier sogar Toiletten für euch extra. Wenn ihr uns besuchen kommen wollt. Hier stehen schon, obwohl es erst in 2-3 Tagen anfängt, sind hier schon Securities. Geissens, wie heißt er? Robert, Digga. Robert Geiss. Oi. Guten Tag, Freunde der Sonne. Wir zeigen euch jetzt mal. Wir haben ja, wie gesagt, Hessentag, morgen, am Freitag. Also morgen fängt es an, vom 2.6. bis zum 11.? 10 Tage auf jeden Fall. Ich glaube 11, 12. Bis zum 11. oder so war das auf jeden Fall, ja. Genau. Und wir zeigen euch jetzt mal, was hier so alles, was für Stände es hier gibt, was hier alles gemacht wurde. Guck mal, hier fängt schon an, gesperrt. Gesperrt oder was? So, auf jeden Fall, wir laufen jetzt mit Buddha-Gabe ein bisschen rum und zeigen euch, wo und was hier gemacht wird. Hier sind auch schon ein paar Stände aufgebaut. Ich glaube, so Essensstände, gell? Ja. Brasilien, was wird da gemacht? Es stehen wirklich überall Securities, überall. Es werden bis zu, Digga, jeder sagt was anderes. Mdab sagt 600.000 Menschen erwartet. Mdab sagt 1 Million. Ja, Freunde von mir sagen auch, es werden 1 Million Menschen erwartet hier. Wo sollen die Menschen hier rein? Die ganze Straße gesperrt, also zu. Nicht nur die Straße, ganz Funkstadt ist gesperrt. Ah, ganz Funkstadt, ganze genau. Die ganze Stadt, überall sind Stände. Die ganze Stadt. Wir zeigen euch jetzt nur 1-2 Straßen. Ja. Ich habe davor nie was von so Hessentag oder so. Ich wusste nie, was es ist, gell? Ich auch nicht. Hessen ist so cool. Es gibt so viele Städte und die suchen sich Funkstadt aus, Yusuf. Wer ist alles dabei? Das hat Anne gerade gesagt. Die sagt, Burak, kennst du so eine Elif Zeynep oder so? Ich so, was? Wer ist das? Dann die sagt, ja, so eine Sängerin, Elif. Ich guck so. Bitte geh. Lass dich los. Lalala. Das ist die Elif, die mit Meru einen Song hat. Ist es krass eigentlich, dass die kommt? Ist es krass? Ja, auf jeden Fall. Die kommt am Samstag. Samstag. Die kommt am 3. Sarah Connor und so, keine Ahnung, wie die heißen. Die Sarah, die kommen auch. Bülent Ceylan. Ah, Bülent Ceylan kommt auch, Freunde. Wir sind jetzt auf jeden Fall einen Tag davor. Morgen fängt es an, hatten wir ja schon gesagt, Yusuf, ne? Ja. Und dann filmen wir morgen auch nochmal. Morgen wird es voll sein. Was machen die? Pasta? Hä? Hier gibt's Pasta. Ja. Aus dem, was steht da? Käse. Was? Käseleib. Schokofrüchte, gebrannte Mandeln. Geil. Frozen Joghurt. Eikos, was ist Eikos? Guck mal, sogar ein Eikos-Stand. Was ist das? Diese E-Zigarette da. Hä, kauft man das da oder was? Wei, ein Draht. Dann hier, falls was passiert, Sanitätsstation. Falls jemand verletzt wird, falls Bruder Gabi seinen Fuß verliert. Wir sind gerade so die Straße gelaufen und das geht da voll weit noch weiter. Und das war jetzt so... Die ganze Hauptstraße ist noch voll, dann gibt es noch andere Sachen. Schreibt uns auf Instagram, dass ihr hier seid. Wir kommen vorbei, wir treffen uns. Ihr kriegt alle einen Crepe auf Nacken. Ein Crepe auf Nacken, auf Bruder Gabis Nacken. Wir haben nur so für 10% gezeigt. Oi.
So, wir sind unterwegs. Warum liegt überall Scheiße auf der Straße? Wer kackt hier hin? Wegen dir. Heute ist der erste Hessentag? Also es ist noch ruhig eigentlich. Yeah. Es ist noch sehr ruhig. Wir haben so 16, 16.30, 17 Uhr, irgendwie yeah. sowas. Was sagst du? Was geht? Ja, habt ihr was Interessantes schon, was so was Cooles gesehen? Ja, ein Zollstock. Und zwar können wir jetzt messen, wie groß mein Burak sein Bein ist. Ein Meter. Stabi, Stabi, Stabi. Ich zeige euch mal, wie es hier so ein bisschen aussieht. Digga, ganz komisch, gell? Das hier so zu sehen. Oh, krasser Typ. Habt ihr gesehen? Also hier kann man Minigolf spielen. Wir machen kurz eine Pause. Wir haben uns Pommes geholt. Ey, das sieht gar nicht aus wie belgische Pommes. Warte mal. Jungs, weil... sieht einfach aus wie bei McDonald's. Bei McDonald's schmecken die besser. Und was sagst du? Ganz normale Pommes. Ich mach bessere. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, den Sie genannt haben, Herr Giert. Differenzieren können, dass das nicht im Ich würde sagen, wir haben so 30% gesehen von dem, was aufgebaut worden ist. Oder weniger sogar. Also überall gibt es noch so Stände und sowas. Kann man mal sehen, kann man mal erlebt haben. Ich bin euch ehrlich, ich würde jetzt nicht aus 100 Kilometern oder so hierher anreisen. Lohnt sich dafür nicht. Aber wenn ihr hier in der Nähe wohnt, warum nicht? Kann man mal machen. Ey, Bruder, ja. Fahr mal eine Runde. Fahr du. Digga, wann haben die das hier aufgebaut? Also ich mein's ernst, als Kind, das wäre für mich Paradies gewesen. Ich wäre jeden Tag, ich wäre die ganze Zeit dort. Und ihr macht gar nichts, Digga. Das war der erste Tag, wir haben uns alles so ein bisschen angeschaut. Ja, nicht alles. Ungefähr die Hälfte, Digga. Aber ey, wir sind K.O., wir gehen Richtung nach Hause. Und morgen fangen wir mal an, die Sachen so ein bisschen zu testen, gell? Dann kannst du auch Motorrad fahren endlich dann morgen. Dann gehst du rein. Du machst diesen Ninja-Parcours und so. Ja, okay, safe, safe, safe. Ich gebe euch mal jetzt einen Call, okay? Packt eure weißen Schuhe, wenn die dreckig sind, einfach in die Waschmaschine. Wenn ihr wüsstet, wie dreckig die alle vorher waren. Also wirklich, die waren die waren schwarz einfach, die Schuhe. Und so sehen die jetzt nach der Waschmaschine aus. Zack, kann man wieder anziehen. Und Leute erzählen immer, dass man Schuhe nicht in der Waschmaschine wäscht und sowas. Ja, kann sein, aber die gehen doch nicht kaputt. Film mich mal kurz. Jeden Tag live ja, und abonnieren. Nimm, du sollst mich für mich. Deswegen, guck mal jetzt. Hast du gepupst? Nein. So. Jetzt kann man die auch endlich wieder anziehen. Und die sind wieder weiß einfach. Hätte ich euch mal vorher gezeigt, wie dreckig die waren. Die waren wirklich schwarz, die Schuhe. Guck mal, ein bisschen dreckig sind die noch. Sieht es gut aus? Was sagst du? Was sagst du? Gut. Gut? Oder soll ich lieber die Schuhe anziehen? Schon eine Minute und 10 Sekunden vorbei. Ja, welche Schuhe? Mir ist eigentlich egal. Ja, passt. Passt doch, oder? Gut. Ey, ihr Partnerlook. Hi, Freunde, was geht ab? Wie geht's euch? Okay, Freunde, das ist der zweite Hessentag. Wir haben schon abends. Hier sind so viele Menschen. Guckt euch das an. Dieses Ding haben YouTuber gebaut, die Real-Life-Guys, das sind so YouTuber, die kommen auch aus unserer Stadt. Und damit haben die eine 24-Stunden-Challenge gemacht, unter Wasser. Das Konzert von Elif haben wir leider verpasst, aber dafür kriegen wir später ein Privatkonzert von Burak. Bitte geh, lass mich los, ich will nichts mehr von dir hören. Wer braucht Elif, wenn man Burak hat, bist du ein Schwein? Bitte geh. Ich bin der Yusuf und das ist mein erster Drink. Also übrigens, Freunde, guck mal, wir sind gerade wirklich mit der ganzen Familie hier unterwegs, gell? 20 Mann. Ja, guck mal, die da rechts gehören nicht zu der Familie, aber sonst, man sieht's eh nicht. Weißt du, was gut ist, dass die alle dabei sind? Alles auf Nacken, Digga. Ich habe gestern diese Churros gegessen in der Hauptstraße. Brutal. So, Freunde, wir holen jetzt Churros. Churros sind wild. Wey, yo! Eine Million Mal besser, als wir das gemacht haben.
gechillt, bra, gechillt.